Hallo, wir haben den 5. Januar 2020, 19 Jahre nach dem C-Netz-Abschaltung. Und ich werde euch jetzt hier etwas vorführen. Wir haben hier ein Siemens C3 auf der linken und ein C-Micro Plus auf der rechten Seite. Ja, Siemens C3 ist schon die Rufnummer eingegeben von diesem kleinen süßen Nokia-Handy, die 121 30 58. Ich drücke auf Start und es passiert Folgendes. Und wir haben tatsächlich einen Anruf und können den sogar aufnehmen. Es rumpelt natürlich jetzt interferenzmäßig übelst, aber wir haben eine Verbindung miteinander. Und diese können wir natürlich auch wieder unterbrechen, wie wir das früher auch hatten. Nummer besetzt, das Gerät meckert und das war's. So, und das Ganze geht natürlich auch andersrum, manchmal jedenfalls. 5, 5, 2, 3. Das ist die Nummer des Gerätes hier drüben. Und wir haben hier eine Verbindung. Wir haben diese Geräte nicht miteinander verbunden, sind ausschließlich über das Stromnetz mit Strom versorgt, damit natürlich die schrecklichen Akkus versorgt sind. Auch hier kann ich natürlich irgendwann die Verbindung unterbrechen. Faszinierend, wie das funktioniert, gibt es irgendwann, wenn ihr mich anfragt. Danke!